Ich fühle mich so verarscht von der Maschine, ganz ehrlich. Jetzt geht der da nicht mal rein. Nee. Willst du mich verarschen? Das habe ich ungefähr 100 Mal jetzt gemacht. Genau so. Na, Dotz, wir sind da. So, Auftrag ausgeführt. Gute Arbeit, Kapitän. Wie lange brauchen wir noch bis Nahodotsk? Nur ein paar Stunden, Mark. Noch ein Eisberg? Nein, das kam diesmal vom Heck. Wir sitzen fest. Herr im Himmel. Sehen Sie nach, was uns auffällt und machen Sie Meldung. Okay. Also, da der Bug vorne ist, ist das Heck natürlich hinten. Gut, konnte man jetzt vielleicht auch... Achso, ich wollte gar nicht hin. Konnte man jetzt vielleicht auch raushören, dass es von hinten kam. Eieiei. Also, ich entschuldige mich erstmal dafür... was ist das denn? Was ist das? Hallo? Kann man hier was mitmachen? So. Ja. Was haben wir denn hier drin? Notfallleuchtrakete. Okay. Ist hier sonst noch irgendwas Interessantes? So, immer noch anhalten? Ja, immer noch anhalten. Ja, ja, ich wollte mich nur noch mal kurz dafür entschuldigen, dass es so lange gedauert hat, aber es hat mir wirklich den letzten Nerv gekostet. Also, ich weiß nicht. Ich weiß immer noch nicht, was ich jetzt am Ende richtig gemacht habe, weil ich habe bestimmt 100 Mal das Gleiche gemacht. Von daher, ja, ich kann leider keinen Tipp geben, wie es richtig geht. Ich habe das Gleiche gemacht wie die ganzen Male davor. Klack! Nanu Kluklu! Nanu Kluklu! Hast du das bei der Mondkristall? Was zum... Also bist du wieder da, um die Sache zu beenden, du Bastard! Danke, Kapitän. Bis dann, Kate! Dieser Bastard wird von den Positionslichtern angezogen. Wir müssen sie sofort abschalten. Wie bis dann, Kate? Hallo? Können Sie mir sagen, wie ich die Positionslichter ausschalte? Zerbrechen Sie einfach die Glühbirnen! Verdammt! Und Sie? Ich versuche, den Motor wieder zu starten und uns hier wegzubringen. Viel Glück, Mart! Ja, aber was ich mich immer gefragt habe, wie eigentlich... Sind das hier die Positionslichter? Wie eigentlich so ein Riesenmonster durch seine Tentakel sehen kann, wo man steht. Lea. Ja, was, Lea? Sind das nicht die Lichter?
Leer. Ach, das sind die Lichter. Es funktioniert nicht. Ja, mit einem Tuch wird mir wahrscheinlich auch nicht viel bringen. Keine Chance. Kann ich den nicht zerbrechen. Jetzt verstehe ich. Okay. Ja, aber was haben wir denn, um sie zu zerbrechen? Das ist jetzt die Frage. Gar nichts. Das ist natürlich geil. Leer. Hiermit? Leer. Was ist das denn? Das sieht aus wie eine Angelrute oder sowas. Mit bloßen Händen kann ich den nicht zerbrechen. Mann, dann such dir doch einen Stein oder irgendwas. So schwer ist es doch nicht, irgendwas zu finden. Leer. Was ist das? Ach so, das ist die Schrotflinte. Ja, wieso nimmt die Schrotflinte nicht einfach auf? Ist sie blöd? Die kann mit dem, nicht mit dem Lauf hier, mit dem Schaft von der Schrotflinte. Also hier, ne? Kann sie doch einfach das Ding kaputt machen. Geh doch mal da drauf. Oder? Es klemmt fest. Aber dann sagt sie mir wieder, dass ich die nicht kaputt machen kann. Nein, ist okay. Es klemmt fest. Ja, schön und gut. Ich will aber, dass du da drauf kletterst und nicht an dem Ding die ganze Zeit rumfummelst. Mit bloßen Händen kann ich den nicht zerbrechen. Mit bloßen Händen kann ich den nicht zerbrechen. Nimm doch etwas in die Hand. Das ist denn so schwer. Mit einem Messer. Das ist wunderbar. Ein Messer kannst du wunderbar nehmen, um das Ding einfach kaputt zu machen. Ich meine, was ist so schwer daran? Das kann jedes kleine Kind mit genügend Kraft. Oh. Mein Cursor hin. Hallo. Kann ich meinen Cursor mal? Ja. Mir sonst noch irgendwas, womit wir die kaputt machen können? Kann ich mit dir sprechen? Moment, was ist das? Was ist das? Ah. Kriegst du es denn wenigstens hin, damit die Dinger kaputt zu schlagen, Mädel? Ich meine, so schwer ist es ja nicht, da auf die Teile einzuhauen. Ne? Obwohl, naja, mit dem Schiff, ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt Hochsicherheitsglas oder sowas haben. Komm schon. Yes. Okay, perfekt. Dann können wir da hinten noch hin. Dem wild gewordenen Jukobus vorbei. So, ich wollte gerade sagen, wäre schön, wenn ich den Cursor wieder kriege. Da ist einer. Rechts müsste theoretisch ja auch einer sein, ne? Vorne ist wahrscheinlich noch einer. Achso, hier ist noch einer. Kann ich das runterholen? Klemmt wahrscheinlich auch gleich fest. Nee, der geht noch. Hier von den Rotlichtern hier angezogen wird. Ja, das war nett, dass du mir das schon mal kaputt gemacht hast. Reicht das schon, oder? Machen kann ich ja anscheinend nichts. Hm.
Okay, dann gucken wir mal, ob wir nach vorne hochkommen, ob da noch irgendwelche Scheinwerfer sind. Da ist noch einer. Ja, jetzt sind wir zwar blind, ne? Wenn wir jetzt alle weg haben. Also sollten das jetzt alle gewesen sein. Ich guck nochmal nach. Aber Hauptsache, dass uns das Monster nicht weiter angreift. Weil im Moment sieht es eher so aus, als ob es noch weiter angreift. Ach, da hinten ist noch einer. Okay. Ach, geh mir nicht auf die Nerven. Ich muss das Ding einschlagen. Ist es weg? Ja, glaube ich. Oh. Mein Gott, dieser Bastard zieht uns runter. Ich dachte, wenn wir die Positionslichter zerstören, können wir davonkommen. Ich auch. Jetzt müssen wir was anderes versuchen. Was schlagen Sie vor? Stoppen Sie die Maschine. Es muss der Motorlärm sein, der es anzieht. Ich bereite den nächsten Teil vor. Welchen nächsten Teil? Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Gehen Sie! Schalten Sie die Maschine der Kristall ab. Kann ich da rein? Nein, kann ich nicht. Kann ich auch mal da rein? So. Ah, ich brauche die Seite. Kann man das nehmen? Genau hier. Nein, du sollst da runtergehen. Ich weiß, es ist wieder zu schwer für dich. Komm, Mädel, es geht um Leben und Tod. Jetzt habe ich so lange gebraucht, um die Maschinen hier anzukriegen. Oder sind das jetzt gar nicht die? Ist das der Eisbrecher? Nee, die sind schon aus. Moment. Ah, stopp, da oben ist was. Geh mal dahin. Das war's mit den Maschinen. Hoffentlich lässt uns das Monster jetzt in Ruhe. Hallo? Das ist so nervig. Das ist zwar gut, wenn man hier rauskommt und man nicht endlos lange braucht, wenn man mal eben, weiß ich nicht, zwischendurch was machen muss oder so. Aber auf der anderen Seite ist es auch sehr nervig, wenn man immer wieder mit den Pfeilen hier aus dem Spiel rauskommt. So, kann ich hier raus? Ja, ne, hier war eine Tür. Da. Okay, es greift uns immer noch an. Frage ist jetzt nur, wo ist der Captain? Hallo, Captain. Oh, war das ein Rettungsboot? Das Monster ist noch hier. Hallo? Kapitän! Was machen Sie da? Eine Ablenkung für das Monster. Was für eine Ablenkung? Wovon reden Sie? Wir bauen ein Rettungsboot zu einem schwimmenden Köder um und lassen es zu Wasser. Das sollte die Aufmerksamkeit des Viehs von der Kristall ablenken. Ich repariere das Grammophon, Sie gehen das Licht holen. Schnell! Bringen Sie dem Kapitän eine Lichtquelle. Hab ich denn das eine noch, was ich vorhin geholt hatte? Nee. Streichhölzer? Tun Sie auch die Streichhölzer? Ich könnte es mal ausprobieren. Los doch, bewegen Sie sich! Anscheinend nicht. Ja gut, nee, da hinten ist auch noch eine Tür. Komm, geh doch mal einfach weiter. Junge, beweg dich was schneller, wir werden hier angegriffen.
Eine Lichtquelle. Wo soll ich denn jetzt hier eine Lichtquelle herbekommen? Läuft die jetzt schon wieder hin? Hallo? Ist hier vielleicht zufällig noch was drin in dem Kasten, dass man das nochmal benutzen kann? Nicht. Hier auch nicht. Ist hier irgend... Nee. Hallo, du sollst doch nicht die Treppen ganz hoch gehen. Ach Mann, das ist immer so schwer mit der Steuerung hier. Ja, es wäre schön, wenn du auch dahin gehst, wo ich gerade geklickt habe. Lichtquelle. Wir haben hier Feuer, wir haben, keine Ahnung. Pergamente. Ach, da kam die Schrotflinte her, okay. Was ist das? Stopp, halt. Moby Dick! Yes! Sehr gutes Timing. Ja, finde ich auch. Keine Zeit zum Lesen. Warum nicht? Irgendetwas stimmt nicht. Was ist das? Wodka. Ja, ernst jetzt? Extra starker Wodka, okay. Tja, aber was bringt mir das jetzt? Wodka ist keine Lichtquelle. Können wir den jetzt irgendwie kombinieren mit den Streichhölzern oder so? Ist auf jeden Fall Wodka drin. Hm. Haben wir vielleicht im Maschinenraum? Ach, lass mich doch mal hier raus. Haben wir vielleicht im Maschinenraum noch irgendwas? Oder Moment, ha, stopp. Oben waren wir auch noch nicht. Was macht der denn jetzt hier? Wieso übernimmt der denn jetzt hier das Ruder? Hilfe! Ja, Hilfe? Du sollst hier nicht das Ruder übernehmen? Also, ich würde sagen, wir gucken jetzt nochmal schnell im Maschinenraum nach, ob wir da irgendwas finden. Weil ich sehe, die Zeit drängt auch wieder so ein bisschen. Aber im Maschinenraum waren wir eben schon, oder? Und hier links sind wir noch nicht gewesen. Oh, was war das? Oder sind... Naja, das sind nur wieder Leute, ne? Ah, halt. Was ist das? Ah! Leer. Natürlich. Ah. Okay. Muss ich wahrscheinlich erst anzünden. Tun wir das jetzt da drüber. Können wir die jetzt mitnehmen? Ja. So. Hoffe ich mal, dass ihm das jetzt reicht. Ja, komm, geh zur Tür. Los. Als meine hoffentlich letzte Amtshandlung diesbezüglich. So. Alles bereit? Endlich. Kapitän! Kapitän! Was tun Sie da? Runter vom Rettungsboot und zurück an Bord mit Ihnen! Hören Sie auf, Kapitän! Das müssen Sie nicht tun!
Oh doch, das muss ich. Die Strömung fließt in die falsche Richtung. Das Rettungsboot entfernt sich nicht vom Schiff. Bei Gott, habe ich seit 20 Jahren auf diesen Augenblick gewartet. Leben Sie wohl, Kate. Ich weiß, dass Sie die Hänflinge sicher ans Ziel bringen. Kapitän! Hörst du mich, du Bastard? 20 Jahre, 20 Jahre! Also komm schon, jetzt ist es Zeit, die Rechnung für ein für alle Mal zu begleichen. Los doch! Komm her, wenn du dich traust. Komm her, du Monster. Kapitän Obo wartet auf dich. Walker!